Er sagt immer für mich, Brillen, asiatische Frauen sind das Beste, was es gibt. Die sehen super aus, die können super kochen. Und ich sage doch zu dem, ja, aber Paul-Heinz, du kannst dich doch noch nicht mal mit die Frau unterhalten. Da sagt er, ja, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Ja, der sagt, dann ist das eine absolute Traumfrau. Man hat, sagt ja auch schon alles hier, Traumfrau, weil man sagt ja, Traum ist das Tor zur Seele. Also das ist nicht von mir, ich habe das letztens gelesen, das kommt aus dieser Traumatologieforschung, von diesem Siegfried Freud, heißt er, aus Österreich. Und ich hatte das gelesen in so einem Fachmagazin für Traumforschung, eine Prisma war das, glaube ich. Da hatte ich einen Artikel gelesen, das war ganz interessant. Und zwar heißt es, dass Träume immer irgendwas bedeuten, aber nie das, was man denkt. Ist zum Beispiel, wenn man jetzt im Beruf nicht von der Stelle kommt, ne, dann träumt man, dass man ein Hamster ist, der durch ein Hamsterrad am Laufen ist. Zum Beispiel, ne. Oder wenn man als Mann von einer Frau träumt, die ganz langsam an eine Banane am Lutschen ist, dann heißt das, dass man bald Vegetarier wird. Zum Beispiel. Aber was ich ganz interessant fand, da stand auch drin, dass der Schimmel in der Traumdeutung als Todesbote gilt. Also es ist, also der Schimmel hier für, zum drauf reiten. Ja? Wenn der Schimmel auf der Leberwurst ein Todesbote ist, ist ja klar. Ja? Aber ich sag jetzt mal, so ein weißes Pferd, da rechnest du doch als Frau nicht mit, ne? Dass das ein Todesbote ist. Und mein Herr, wenn Sie mal davon träumen sollten, wie Ihre Frau auf ein ganz wilder Hengst am Reiten ist, obwohl Sie überhaupt kein Pferd besitzen, dann sollten Sie hellhörig werden. Denn der Hengst gilt in der Traumforschung nicht als Todesbote, sondern als Postbote.